Das Thema heute, das krasseste Flugzeug der Welt. Viel Spaß! Beriev VVA-14 bezeichnet ein sowjetisches Experimentalflugzeug, welches von 1972 bis 1975 von dem Hersteller Beriev als Prototyp für ein senkrecht startendes Anti-U-Boot-Flugzeug entwickelt wurde. Es befanden sich drei Varianten des strahlengetriebenen Flugzeuges in Fertigung. Das aus überwiegend Aluminium hergestellte Flugzeug besaß ein Startgewicht von maximal 52 Tonnen und wurde von Robert Bartini konstruiert. 1972 fand der Jungfernflug des ersten Prototyps in Taganrog statt. Dieser Prototyp wurde lediglich zu aerodynamischen Tests realisiert. Der zweite Prototyp sollte mit weiteren Triebwerken ausgestattet werden, um den Start aus dem Wasser zu vereinfachen. Für das dritte Musterbeispiel der VVA-14 stand der Einsatz aller verfügbaren Sorten von Anti-U-Boot-Waffen und Systemen auf dem Plan. Entwicklungsziel der Schwimmer war ein äußerst geringer Luftwiderstand. Erfolgreich umgesetzt wurde dies 1974 mit auf- und abblasbaren Ballonschwimmern. Die Beriev VVA-14 sollte ursprünglich 14 Triebwerke erhalten, wofür die 14 der Bezeichnung des Experimentalflugzeugs steht. Eingesetzt wurden zwei Solovyov D30M Turbofans mit einer Schubkraft von jeweils 65 kN. Die dreiköpfige Mannschaft bestand aus dem Piloten, Navigator und dem Waffenbediener. Prototyp Nummer 2 des Experimentalflugzeugs wurde bei einem Brand zerstört. Der Bau des dritten Prototyps wurde in der Anfangsphase der Fertigung eingestellt. Der erste Prototyp befindet sich im Zentralen Museum der russischen Luftstreitkräfte in Moskau. Vergiss nicht, ein Like da zu lassen, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke doch auch für weitere interessante Videos. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald.